Und da kommt auch schon die nächste Aufnahme. Hardcore Heroes gegen die Observers, wie ich vorhin schon angekündigt habe, beim Angriff. Diese Verteidigung wird ziemlich schwer. Und da sie so schwer ist, wollen wir auch gleich mal reinschauen in den Kampf. Ich hoffe jetzt einfach mal und drück alle meine Daumen, damit wir diesen Kampf hier gewinnen. Bundy hat schon den ersten besiegt. Aber wie man sieht, also die Stufen sind ziemlich unterschiedlich, aber durch nur die eine Trophäe, da. Wow. Da sind die Skillpunkte ziemlich fast größer als unsere. Okay, eine gute Nachricht sehe ich schon. Es haben sich, glaube ich, drei. Also einen hat schon besiegt, einen 15. Vier, drei oder vier Leute von Observers nicht zur Verteidigung angemeldet. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist ja schon mal nicht schlecht für uns. Aber trotzdem müssen wir gut Acht geben, dass wir diesen Kampf hier gewinnen. Wenn sie keine Melonen aufgeladen haben, dann wäre das nochmal ein Pluspunkt für uns. Aber wie gesagt, das sind alle Spekulationen. Wir werden es einfach sehen in ungefähr, ich schätze, 8 Minuten. Jetzt Bobby gegen Schweineschaufel von den Observers. Ein kritischer Treffer mit 336 Leben von Schweineschaufel. Jetzt ein kritischer von Quabbelix auf 363 Leben. Eieiei, das war nicht wirklich. Ja, wie soll ich sagen? Nicht wirklich, ja. Es war nicht wirklich. Sag mal so. Quabbelix gegen Walkham von den Observers. Schön von Quabbelix. Jetzt kommt die Kiwi-Monster. Sie wird Quabbelix nichts mehr machen können, aber Schmitzbackes könnte ihr dann die S Suppe so richtig versalzen. Wieder ein neuer Spruch. Katsching! Ulme, jetzt für die Observers. Kommt gleich mit einem kritischen Treffer in den Kampf mit zwei kritischen Treffern und macht Schmitzbackes da mal mir nichts, dir nichts kalt. Januschel, jetzt gegen Ulme. Also ich kann euch versprechen, ne, Melonen werden wir auf jeden Fall einsetzen müssen. Wenn nicht sogar Spieletrend auch hier zum Kampf gebeten werden muss. Januschel besiegt hier Ulme und muss sich jetzt gegen Fetja Bliat beweisen. Aber dies dürfte. Ja, Januschel macht schöne Treffer, das gefällt mir. Ja, nochmal ausgewichen, sehr schön. Jetzt muss er sich zwar beim nächsten Schlag geschlagen geben. Nein, er weicht nochmal aus, es könnte die Sensation. Wow, what the fuck? Sehr nice von Januschel, sehr, sehr nice. Er hat ihn noch besiegt. Wow, das war nicht schlecht. Das war sehr, 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 sehr gut. Delia, jetzt gegen Malte, weicht aus, sehr schön. Weicht nochmal aus. Oh Mann, das könnte ja doch ein schöner Sieg für uns werden. Ich habe schon am Anfang mit ein paar aus dem Teamchat gezweifelt, aber so wie das bis jetzt hier läuft, das ist ja traumhaft. Daydreamer, jetzt für die Observers am Start. Jetzt werden die Skillpunkte schon enorm hoch, wenn man sie mit unseren 5 Trophäen bzw. 4 Trophäen mehr als sie vergleicht. Baja, jetzt gegen Daydreamer, könnte er auch packen, ne? Wenn er ein bisschen Glück hat. Oh nein, er hat eher Pech. Doch, er weicht aus. Okay, es könnte. Oh, er kriegt da noch einen kritischen Treffer. Und noch einen, okay, doch nicht. Jetzt toller Held für uns gegen Daydreamer. Das dürfte kein Problem für ihn werden. Aber Vorhaben dürfte für ihn dann die Schranke sein, wo er dann scheitern wird. Außer wenn er jetzt bisschen kritisch trifft mit seinen 400 mehr Skillpunkten. Aber es scheint nicht so. Doch, einmal kritischer Treffer. Schön gemacht. Jetzt MX Vortex dürfte Vorhaben hier mit Leichtigkeit besiegen. Da war ich da aus. Aber Vortex auch. Sehr schöne Action. Jetzt kommt Wanted für die Observers. Jetzt haben wir 5 Leute im Vorsprung. Also wie gesagt, die 4 Leute haben sich, glaube ich, nicht angemeldet bei dem Observers. Also wir sind immer noch gut im Rennen. Obwohl wir halt 4 Trophäen, ganze 4 Trophäen weniger haben. MX Vortex jetzt gegen Wanted immer noch. Und er könnte es vielleicht. Nein, doch nicht. Aber Intrust macht ihn jetzt locker mit einem Schlag fertig. Sogar ein kritischer war es. Jetzt Kabu Assassin. Also wenn ich mir jetzt die Stats so anschaue, es wird schon intensiver, sage ich mal. Intrust hier mit 2 kritischen Treffern, nicht schlecht. Aber kann sich nicht. Ja, kann sich nicht.
im Ring halten, sage ich mal. Jetzt Shockwave. Oh. Komm, Shockwave. Die eine kannst du. Das war bitter. Das war bitter. Schranzina Hardcore Dia. Jetzt gegen Capo Assassin. Macht sie platt. Jetzt Deads. Deads hat immer sehr gute Stats. Das zeigt man auch. Also er hat Krips gar nicht geskillt, aber dafür fast 3000 Intu, 2100 Candy und 2300 Kraft. Also das ist beachtlich, sage ich mal. Kritisch getroffen, ne? Nochmal kritisch getroffen. Das ist natürlich der Nachteil, dass man, wenn man Pech hat, immer nur kritisch getroffen wird. Und da ist er auch schon wieder weg. Jetzt Felicita. Also die. Oh, die Stats, die werden schon beachtlich groß, ey. Es könnte doch noch knapp werden. Checker XD gegen Felicita. Muss sich jetzt hier aus dem Kampf verabschieden, nachdem er noch 64 überlebt hat. Sehr schön. Jetzt kommt unser Glied. Unser Glied hat sich umgezogen. Und könnte es hier packen, Felicita zu besiegen. Sehr schön. Sehr schön gemacht von unserem Glied. Jetzt kommt die Ola. Da kann Glied auch noch einen Treffer landen. Oh, nochmal ausweichen, ne? Nochmal ausweichen. Huiuiui. Nicht schlecht von unserem Glied. Er weicht jetzt schon zum dritten Mal aus. Zum vierten Mal. Manometer. Schön gemacht. Jetzt wird er zwar aber viermal ausgewichen. Nicht schlecht. Stadi jetzt gegen Ola. Sie könnte es packen. Ja, schön ausgewichen. Das musste mal herkommen. Ein Ausweicher. Es wird zwar trotzdem noch knapp. Jetzt wird kritisch gestorben. Oh, naja. Jetzt doch nicht mehr knapp. Sie weicht zwar nochmal aus, aber das kann sie nicht gewinnen. Jetzt Delphi. Delphi wird hier den Gnadenstoß an Ola versetzen. Ne? Und muss sich jetzt gegen Torsch, dem Moderator aus unserem Forum vom Hero Zero, ja, beweisen. Delphi wird es nicht packen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hoffe, Nightmare packt es dann, ihn zu besiegen. Obwohl das auch noch ziemlich knapp werden könnte. Nightmare jetzt gegen Torsch. Naja, wobei knapp. Das dürfte eigentlich machbar sein. Da kam ein ziemlich harter kritischer Treffer. Okay, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Noch ein kritischer Treffer. Das wird doch nichts. Schade, jetzt muss ich Torsch meine Meinung geigen. Und da war ich dann gleich aus. Ey, die Witziger. Aber jetzt komm. Held, mach ihn fertig. Oh, Leute. Na, endlich. Jetzt mag der Max der Große. Wenn ich Glück hab. Sie haben Trophäen aufgeladen. Oh mein Gott. Also, das wird eine enge Kiste, kann ich euch sagen. Oh mein Gott. Das wird sehr eng. Okay, ich sag bei der Verteidigung, wenn sie angreifen, da sollte man vielleicht Melon auch aufladen. Das wäre natürlich sinnvoller. Oh Mann, Wildbeast, komm, du musst ihn. Nein, jetzt kommt die Melone vom Meuchelmeister direkt auf den schon sehr geschwächten Max der Große. Jetzt bin ich ja für die Observers. Schön, komm. Also sie hat nicht so gute Stats. Sie hat zwar viel Kondi, aber das nützt bei einem Teamkampf nicht wirklich viel. Da kommt's eher auf Grips und Intu an. Komm, Meuchelmeister, mach sie fertig. Du musst doch mal ausweichen oder kritisch treffen. Das kann doch nicht sein hier. Egoist, jetzt wieder mit einer Melone auf wenig Leben. Oh, Matsu mit der Melone direkt ins Face von Egoist. Matsu, noch einen kritischen Treffer. Oh, 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 ich sehe es schon kommen. Jetzt Hero mit seiner Melone. Bitte, 10.000 mehr, 10.000 mehr. 8.890, naja, nicht schlecht. Hero muss Matsu jetzt besiegen, ansonsten könnte es sehr eng werden. Okay, es wird so oder so sehr eng, aber wenn er jetzt ihn nicht besiegt... Okay, besiegt. So, Mega Mighty jetzt mit seiner Melone gegen Hero. Er wird ihn 12.000... Okay, der hat's... er hat's nicht. Also, unser Daniel-Spieletrend muss jetzt mehrmals ausweichen. Das dürfte machen... Das Duellsystem, ich find's so behindert. Schaut euch die Stats an, das kann doch nicht sein, dass der da nicht ausweicht. Okay, der Kampf ist verloren. Das Kavio kann hier zwar noch Mega Mighty besiegen, aber an Penny... wird sie scheitern, schaut euch diese Stats an. Das ist unmöglich. Unmöglich ist das. Und da haben wir verloren. Bitter, bitter, bitter. Wir verlieren eine Trophäe, eine Trainingstrophäe. Tut mir leid, schönen Tag noch, ciao.